Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon X. Im letzten Part haben wir mit Kalem einen Doppelkampf gegen Tirno und die Tomate bestritten, haben danach eine kleine Höhle durchquert und sind jetzt hier auf Route 8, müsste das sein, gelandet und kämpfen uns hier durch das Gebirge, durch ein kleines Blumenmeer. Da liegt ein Item und da kommt ein Pokémon. Oh mein Gott, so viel Aufregung am Anfang eines Parts habe ich schon lange nicht mehr erlebt und das ist ein Calamaris. Wie heißt das Pokémon? Iskala. Tintenfisch. Wird wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon sein, das am Land lebt. Okay. Wir haben übrigens im letzten Part noch einen zweiten Pokédex bekommen. Oder der wurde modifiziert und jetzt haben wir zwei Pokédex, was ich total sinnlos eigentlich finde. Weil wir haben früher auch keine Probleme gehabt, nur einen Pokédex zu haben. Warum müssen es jetzt zwei oder sogar drei sein? Weil es sieht so aus, als ob wir noch einen dritten kriegen. Ich weiß es nicht, was es soll. Ist aber egal, wir lassen es einfach mal so stehen, wie es ist. Und versuchen mal, das Iskala einzufangen. Das war... hart. Okay. Scheint aber kein Wasser-Pokémon zu sein, auch wenn es so ausschaut, weil es wäre sowieso ein bisschen komisch, wenn es hier oben im Gebirge, obwohl da unten, so wie es aussieht, der Strand ist, ja, da unten. Ja, was kommt das denn? Warum ist hier ein Busch? Warum ist hier ein Busch? Und warum ist hier eine Lücke? Ich möchte jetzt aber erstmal den Calamari haben. Grip bei den Calamari. Los! Nee, das ist Linfu. Linfu ist erschienen. Linfu wird dir den blöden Weg tun. Ja, genau. Meine Zunge hüpft im Dreieck. Nein, ich möchte wieder das blöde Tintenfischvieh finden. Bitte. Please, gib's mir. Was, Alter? Oh mein Gott. Oh nein. Ah. Ich hasse mich dafür, dass ich keine Ausnahmen mache. Ich hasse mich dafür. Hier kriegt man Kindwurm. Ah. Ich ärgere mich gerade tiefst. Oh, ich würde so gerne dieses Pokémon haben. Oh, ist das gemein. Gott. Kein Brutalander für Mitch. Ah, oh, ist das gemein. Oh, ist das fies. Ach Gott. Oh, meine Fresse, es wird immer besser. Gut, das müssen wir eh einfangen. Ach Gott. Ach Gott, oh Gott. Was wir hier alles finden. Meine Fresse. Oh, es ist so toll. Ich liebe dieses... Ah! Es gibt Pokémon, die muss man einfach lieben. Und Absolgert unbedingt dazu. Ah! Ich möchte gerne Absol haben, weil Absol eine Mega-Entwicklung hat. Bitte! Und weil sein Satz soll es. Natürlich würde ich es nicht fangen, wenn es keine Mega-Entwicklung hätte, weil ich will ja sowieso den neuen Pokémon fangen. Aber es ist gemein. Kein Brutalander für mich. Das ist fies. Ah, Mist. Das macht doch nicht so spannend. Ah. Gut, am Fizzle ist mal K.O. Oh Gott, oh Gott. Ich habe bald keine Pokémon mehr. Übrigens. Unlicht. Das ist jetzt kein Unlichtattacke ein, ne? Egal, ich will es ja eh nur einfangen. Ich habe zwei Hyperbälle. Okay. Ich muss ich irgendwo gefunden haben. Einen habe ich gefunden, das weiß ich. Den anderen habe ich anscheinend nicht mitgekriegt. Los, Absol. Oh, bitte. Bitte. Oh, du bist so toll. Ja, Mitch kriegt gerade einen Vollrausch. Das ist normal. Nein, nein, der ist zu schade dafür.
Komm jetzt aber, es ist ein Hyperball. Meine Fresse. Na komm, los Absol. Bleib drin. Es ist so einfach. Ah! Das Blöde ist ja, ich will ja Iskala ja auch noch einfangen, aber ich sag auch, wenn ich das nicht schaffe, jetzt das einzufangen, werde ich das offscreen machen. Ich weiß ja, wo sie sind. Aber es wäre schön, wenn die da jetzt mal reingehen würden. Ja, Absol. Ist ganz einfach. Geht doch. Danke. Absol wurde gefangen. Und für Absol. Nachdem bleiben wir erstmal Level 13, 19, 13, ja, 19 kriegt Absol einen Eintrag ins Pokédex, weil er ganz böse war. Böse. Du willst gar nichts dafür. Es spürt drohende Katastrophe und erscheint nur dann, wenn es andere vor der Gefahr warnen will. Nicht wie manche glauben, dass Absol erscheint und dann kommen die Katastrophen. Nein, Absol kommt wegen den Katastrophen. Nein, möchte ich nicht. Und wir haben Absol gefangen. So. Und Flabebe entwickelt sich. Oh mein Gott. Das kommt überraschend. Spannung. Was wird es? Oh Gott, ich sehe Dutzende von Blümchen. Ach, wie süß. Flabebe wurde zu Floet. Floet. Oh Gott. Es ist noch niedlicher geworden. Oh mein Gott. Moment. Jetzt noch mal angucken hier. Floet. Die Floette. Die Floette hier. Ist voll süß. Schön. Und natürlich auch eben schnell, ganz schnell und geschwind den Pokédex-Eintrag anschauen. Und dann werden wir uns weiter auf den Weg machen, Iskala zu suchen. Ja, ich gehe nicht weiter, bevor wir Iskala gefunden haben. So, wo ist es denn? Bestimmt irgendwo oben. Oder? Nein, das ist nicht das. Oh nee, das ist auch nicht das. Oh nee, da. Da ist es. Haha. Ich drücke mal drauf. Nee. Floet. Es fliegt auf Wiesen umher und kümmert sich um welkende Blumen. Es setzt deren geheime Kräfte frei und nutzt diese zum Kämpfen. Shit. So. Hilfe, da stand ein Pokémon hinter mir. Es ist ein... Mein Gott. Mich stört gerade das Vipetis da drin. Oh nein, es ist zu den Zengos übergelaufen. wer es nicht weiß, Zengo und Vipetis sind Todfeinde. Deswegen irritiert mich gerade dieses Vipetis, das da mit von der Partie ist. So. Ja, genau das meine ich. das ist gerade ein bisschen komisch. Okay. Hier kriegt er mal ein Rasierblatt. Och Gott, es sieht so toll aus. Und es klingelt an der Tür. Einen kleinen Moment. Flat lebt ja noch. Das ist schön. Ah, Postboten können so viel quatschen. Ich hau jetzt erstmal ab. Das ist mir alles zu viel. So, waren wir stehen geblieben. Iskala. Ich probiere es noch einmal. Und dann gehen wir wirklich weiter. Weil ich will ja jetzt nicht den ganzen Party rumhocken und Iskala suchen. Hilfe, Fingolz. Ah. Aber das Vipetis ist eben, das tat mir doch schon ein bisschen leid. Bei den ganzen Zengos da. Ah. Gut. Vielleicht finden wir doch noch auf dem Weg dahin. Vielleicht sind da ja noch ein paar Grasbüsche. Oder auch nicht. So, wo geht's denn hier schön lang? Da ist ein Kämpfer, der an der Klippe steht und gleich runterspringt. Nein, tu es nicht. Da ist noch mehr Gras. Da geht's da weiter. Die haben ja meinen Amphizel getötet, ne? Okay. Nein, ich lasse Flat vorne, weil wenn das wirklich ein Kämpfer ist. Obwohl, Käfer ist auch bei Kampf-Pokémon effektiv, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber wir machen trotzdem wieder hier nach vorne.
So, dann zeig mal, was du drauf hast. Ich glaube, der hat doch Geist-Pokémon. Barfuß wandere ich über den Bergpfad. Kannst du mich um mein Macholo besiegen? Gott, die Musik war creepy. Hirokazu! Haya! Der bedroht mich! Ah! Hau bloß ab! So. Gut, jetzt finde ich mal eben schnell wieder heraus, ob Käferattacken bei Kampf effektiv war. Ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kämpfe so selten mit Käfer-Pokémon. Nein, es war nicht effektiv. Genau das Gegenteil. Aber es war ein Volltreffer. Immerhin. Oh. Es inspiziert mein Vivillon. Es interessiert mich nicht die Bohne, denn ich habe ja noch einen Psystrahl. Aber der ist hundertprozentig effektiv. Tschüss. Noch ein Volltreffer. Vivillon, was ist los? Ich weiß es mir ja immer klar. Vom Wandern allein wird man nicht zum Sieger. Ja, du musst auch ein bisschen trainieren, ne? Nicht nur durch die Gegend laufen, nein. Trainieren. Ist da ein Item? Nein. Das wäre so ein toller Platz für ein verstecktes Item, ne? Ah, ich bin der König der Welt. Nein, ich gehe lieber. So, ein bisschen grün haben wir hier noch. Vielleicht finden wir doch noch eins. Man weiß ja nicht, So. Und es ist ein Iskala. Hi. Ein Wasser-Pokémon scheinst du ja nicht zu sein. Was bist du dann? Ein Geist-Pokémon? Psycho, Unlicht. Ich weiß es nicht. Ich kämpfe dich einfach mal mit dem Käferdrutz an. Okay, das war effektiv. Was bist du? Ich werde eine Studie aufsäcken. Ja, okay, lass es. Aufsäcken. Kann man da rüber springen? Wo ist dein Kind springen? Okay. Was mir auch immer das bringt. Da ist ein Item. Das will ich haben. Ah, ich muss da lang springen, um darüber zu kommen. Okay. Aber ich möchte erst das Item haben. Eine Blattstein. Juchhey. Nimm mich mit. Dankeschön. Gut, dann springen wir da halt nochmal rüber. Lalalala. Jump, 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 jump. Ist das eigentlich egal, wo ich hier rüber springe? Ja, ist das egal. Wow, neues Feature eingebaut. Über Steine hüppen. Oh, da ist ein Pokémon-Center. Oh, wir sind in Petrophia angekommen. Hey, Nachbarin! Das ist bestimmt Kalem. Jo, es ist Kalem. Das hier ist Petrophia. Auf der anderen Seite des städtischen Aquariums liegen bereits Reliviera. Sittel. Ich mache mich jetzt im Fossillabor erstmal zum Thema Fossilstau. Vielleicht erfahre ich so auch etwas über diese seltsamen Steine und ihre Verbindungen zur Mega-Entwicklung. Evolution. Oh, hier gibt es ein Fossilienlabor und ein Pokémon-Center. Hi. Ja? Kennst du mich noch? Ach nee, du bist eine andere Schwester, Joy. Ich vergaß. Danke. Ja, erstmal wieder Pokémon auf dem PC verbannen. Wieso mache ich eigentlich nicht ablegen? Egal. So, nämlich einmal Mediti in diese Box, weil da ganzen Pokémon reinkommen, die eine Mega-Entwicklung machen. Boah, Abfolg kommt da auch mit rein und das ist so toll. Seht es euch an, es ist so wunderschön. Hi. Na, was geht? Hier, das ist der Trümmerer. Mach ruhig Gebrauch davon. Danke. Kaum sind wir wieder in einer neuen Stadt, schon wird uns wieder irgendwas in den Arsch geschoben. Und das sieht so aus wie das Labor. Nein, das ist das Aquarium. Mist. Gut, dann gehen wir mal ins Aquarium. Ja, es ist blau, es muss das Aquarium sein. Schwimmen hier auch Pokémon drin rum? Das sieht nicht nach Pokémon aus. Das ist ein riesiges Carpador. Echt, hier schwimmen keine Pokémon drin rum. Dann kann ich mal die Schilder lesen. Hi, Kinder. Ah,
genau, da war eben ein ganz tolles Fisch-Pokémon, aber es hatte sich hinter einem Stein versteckt. Musst du ganz doll an die Fensterscheibe klopfen, dann kommt das wieder. Oh, ich möchte mit dem Pokémon im Meer schwimmen. Jo. Ah, Sturmsog, eine ganz erstaunliche Fähigkeit. Sie lenkt nicht nur alle Wasserattacken auf dieses Pokémon und macht deren Effekte unwirksam, sondern erhöht auch noch den speziellen Angriff des Pokémon. Es gibt ja viele Pokémon-Typen auf der großen, weiten Welt, aber unter all jenen mit nur einem Typ gibt es am meisten Vertreter des Typs Normal. Dicht gefolgt von den Wasser-Pokémon. Tja, die Pokémon unter dem Schutzglas. Alles, was sie Tag aus Tag einsehen, sind die neugierigen Gesichter der Besucher. Ja, dann hol sie doch alle raus, Mann. Mann, ey. Mann, ey. Glaubst du, dass es auf dem Meeresgrund noch Pokémon gibt, die niemand bisher zu Gesicht bekommen hat? Natürlich, weil es Pokémon gibt, die können nur überleben, wenn sie ganz unten sind. Also auf dem Meeresgrund. Grüß dich, weitgereister Trainer. Dir steht der Sinn gewiss auch danach, Pokémon zu angeln. Nein. Und dich mit ihnen anzufreunden, nicht? Nein. Hier, ich gebe dir eine Angel von mir. Nein. Ein alter Angel, verrückter, gebe natürlich schon mehr von den Dingen, als ich je brauchen werde. Ja, gut, gib her. Eine Angel ist schon was Tolles. Da will ich dir mal erklären, wie man sie benutzt. Allerdings musst du dich auf das jeweilige Gewässer ausrichten und die Angel auswerfen. Hätte ich nicht gedacht, ich schmeiß das nächste Mal ins Feld, okay? Ja, auszurufen, Angel kannst du entweder in deinen Kampf vorknöpfen oder du kannst versuchen, sie mit einem Pokémon einzufangen. Ja, ja, das ist nicht sehr schön. Ja. Vor dir liegt Route 8. Sie schlängelt sich von diesem Abhang über Petrophia, die Meeresküste entlang, bis hin zur nächsten Stadt. Okay, also verlassen wir hier die Stadt und gehen dann gleich zur nächsten über. Oh, das hat ein Kameraschwenk gemacht. Eben war das noch Norden, jetzt ist das Norden. Oh, das ist interessant. Also dann geht's dann wieder zurück. Okay, aber dann möchten wir ja noch nicht lang. Wir müssen ja erstmal ins Fossilienlabor. Und da ist ein Kapador. Hi, Kapador. Ich mag Kapador. Here's a derp. Ah, die hat ja schon angequatscht. Die hat mir ja so Trommeln in den Hals gesteckt. So, was gibt's doch noch hier? Hi, na? Hey, schmei mehr. Dein Pokéball gegen meinen Tauchball. Na, was sagst du? Ein fairer Tausch, oder? Gib her, gib mir den Tauchball. Wie bitte? Nein, das kann ich ja nicht glauben. Du hast tatsächlich keinen einzigen Pokéball. Nein, hab ich nicht. Sind bei Absol draufgegangen. Oh, hi. Na? Also mir ist ja die Initiative bei einem Pokémon das Wichtigste. In diesem Sinne? Hast du ein Pokémon dabei, das Initiative höher als 88 ist? Ist schon okay, die Initiative ist ja nicht alles bei einem Pokémon. Aber heute würde ich echt gern alles mit einer Initiative von mehr als 88 sehen, sonst habe ich doch jetzt doch nicht. Ah, ich weiß ja richtig gut Bescheid und du solltest ja also einmal Wissen teilhaben, jawohl. Es soll Pokémon geben, die sich nur während eines Kampfes entwickeln, wusstest du das? Ja, das sind Mega-Entwicklungen. Ich frage gar nicht. Es gibt viele Steine, die neue Kräfte aus dem Pokémon herauskitzeln. Da die Kalos-Region reich an solchen Steinen ist, kann hier wohl so ziemlich alles passieren. Habt ihr einen? Habt ihr einen? Vielleicht kriege ich ja von ihr einen. Kann man hier vorbei? Ja. Die steht da irgendwie so im Weg. Oh, Kühlschrank. Nein, Spüle. Nein. Im Bett. Darf ich hier im Bett schlafen? Nein, darf ich auch nicht. Dann gehe ich halt wieder. So. Da waren wir gar nicht. Nee, da waren wir gar nicht drin. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Das sieht überhaupt nicht nach Fossilien dabei aus. Irgendwie. Da fehlt jemand. Es bleibt doch mal stehen. Wolltest du jemals im Besitz eines Pokémon namens Ginnesek gelangen? Lass es mich wissen. Okay. Wer zu mir ins Fossilienlabor kommt, hat meistens selbst ein Faible für Fossilien. Ich habe kein Faible für Fossilien, aber sie interessieren mich trotzdem, weil man daraus Pokémon machen kann. Ah, ich hau da mal wieder ab. Ah, nein, da hinten war noch was. Ah, nein, geh zurück. Geh zurück ins Haus, Mädchen. Da. Ah. Lauf doch nicht an allen Sachen vorbei. Na, okay, aber auch nicht dagegen. Oh, hi, Callum. Einen Augenblick. Hi. Herzlich willkommen, zukünftige Archäologin. Ja, Archäologen. Euch fehlt wohl auch die unwiderstehliche Anziehungskraft der Fossilien her, stimmt's? Ich heiße Kallen und das hier ist Mitch.
Verzeiht, dass wir dich so überrumpeln, aber weißt du zufällig irgendwas über das Thema Mega-Entwicklung? Oh, hallo, ihr müsst Professor Platterns Schüler sein. Ich habe schon von euch gehört. Ich würde euch so gerne helfen, doch ich weiß leider nicht viel über die Mega-Entwicklung. Nur, dass sie irgendwie mit mysteriösen Steinen in Zusammenhang steht. Da ihr jedoch Schüler des Professors seid, wisst ihr bestimmt einiges über Fossilien, oder? Ja, doch. Sehr gut. Von Professor Platans Schülern hätte ich auch nichts anderes erwartet. Wie ihr wisst, sind Fossilien Überreste prähistorischer Pokémon. Wenn ihr mit eigenen Augen welche sehen wollt, solltet ihr bei der Ausgrabungsstätte vorbeischauen. Verstehe. Hier erfahren wir offenbar auch nichts Neues über die Mega-Entwicklung. Momentan wäre es nicht denkbar, dass Pokémon, die sich als Fossilien zurückverwandeln lassen, etwas mit der Mega-Entwicklung zu tun haben. Wenn ja, dann kann euch der Assistent in der Leuchthöhle bestimmt Auskunft darüber geben. Ein Versuch ist es wert. Wo wir nun schon mal hier sind, können wir auch gleich bei den Assistenten vorbeischauen. Was sagst du, Mimi? Wollen wir zur Leuchthöhle aufbrechen? Okay, dann gehen wir jetzt halt als nächstes zur Leuchthöhle. Okay. Aber jetzt möchte ich mich hier noch zu Ende umgucken. Wenn es denn hier noch was zu gucken gibt. In dem Haus waren wir ja drin. Und da ist noch ein Haus. Das sieht wichtig aus. Gehen wir mal rein. Es ist groß. Hi. Ein Gast hat mir neulich ein ganz aufgefallenes Geschenk gemacht. Wir hatten mehrfach angeregt miteinander geplaudert und der Chemie hat sich einfach gestimmt. Und da steht ein Käuferhof. Das ist hier wahrscheinlich wieder ein Hotel. Jupp, das ist auch ein Hotel. Das ist ein Käuferhof-Hotel. Hi, herzlich willkommen. Hol Petrov hier. Ja, okay, das ist ein Hotel. Und nach ein Sie auch. Ich glaube, das hier nutzt einen Weltenbubbler wie dir mehr als mir. Habe ich nicht recht? Oh, Naturkraft, das brauche ich nicht. Ja, Länder, sagt's wieder mit dir mit. gib mir doch mal ein paar nützliche Sachen, so wie Finsteraura oder sowas. Ich mag Finsteraura. Lala, bam, bam, badam, hi. Schau mal, wie hervorragend ich mit Pokéball umgehen kann. Wow, das ist atemberaubend. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Okay, hier ist nichts. Oh nein. Ey, also sieht man sich wieder? Wie läuft's, altes Haus? Oh, ich weiß ja, ich bin Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die Urkraft in die Welt hinaus. Ich frage mich besser nur, mal zur Sicherheit, soll ich dir die Urkraft erklären? Nein. Alles klar, du weißt eben Bescheid, alles Haus. Ja, gib mir her. Ja, ich weiß. Ja, schön. Ja, tschüss. Ja, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Der ist voll Psycho, ey. Der hat voll jedes Mal eine andere Stimme. Ich wette, das sind alles Drillinge und so. Die tun nur so, als wären sie eine Person. Das ist wie Schwester Joybus umgekehrt. Hi, ich bin wieder draußen. Ja. Oh, hier ist eine Bank. So, da setze ich mich jetzt drauf. So, ist das nicht wunderschön hier? Ach ja. Und mit diesem schönen Ausblick von hier oben, den ihr nicht sehen könnt, sondern nur ich. Ja, dieses schöne weite Meer, das vor mir liegt. Es ist so schön und so atemberaubend. Und ach nein, ich dachte, ich hätte was gehört. Okay. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns dann natürlich erst beim nächsten Part wieder von Pokémon X. Tschüss und bis dann.